Hallo, ich begrüße dich in meinem Podcast Soul Dogs, dein Podcast fürs Herz und für deinen Hund. Ich bin Tina Schwarz, ich bin Trainerin, Coach, Mentorin, Verhaltensberaterin für Menschen mit Hunden und meine Passion ist es, Menschen mit ihren Hunden auf dem Weg in ihr absolut bestes Leben zu begleiten. Weg von reinem Gehorsam, von funktionieren müssen, von was auch immer, hin zu Verständnis, zu wirklicher, nachhaltiger, effektiver Verhaltensveränderung und eben nicht nur das, sondern einfach auch noch ein Stückchen weiter für noch mehr Wohlbefinden, für eine noch engere Bindung, für noch mehr Verständnis und für noch mehr Harmonie und ja, fast eigentlich schon Symbiose. Und bevor ich dir überhaupt verrate, was heute die Podcast-Folge ist, was das Thema der Folge ist, wenn du es nicht schon im Titel gelesen hast, möchte ich dich von ganzem Herzen einladen zu meinem Clever & Soul Workshop. Mein Clever & Soul Workshop kostet dich genau 0 Euro. Es ist ein 5+1-Tages-Workshop, also wir haben 5 Tage Workshop und an Tag 6 findet dann das Abschlusstraining statt. Und in diesem Workshop gebe ich dir so viel mit, wie auch nur irgendwie möglich ist in 5 Tagen, dass sich wirklich auch in den 5 Tagen etwas bei dir und deinem Hund verändert, dass du weißt, wie du weitergehen kannst und ja, dass du die Bindung stärkst, dass du die Aufmerksamkeit deines Hundes stärkst, dass du Entspannung stärkst und nicht nur bei deinem Hund, sondern auch bei dir. Ich kenne keinen Grund, der dagegen spricht, dabei zu sein. Deshalb melde dich auf jeden Fall an. Du findest den Link zum Clever & Soul Workshop direkt unter der Podcast-Folge. Wir starten am 23. September. Es wird wie immer wunderschön und Trommelwirbel. Der Clever & Soul Workshop ist ja auch immer der Auftakt sozusagen, das Warm-up oder wie auch immer man das nennen möchte, von der VIP Dogs Academy, mein 8-Wochen Online-Kurs, der direkt nach dem Workshop die Türen öffnet für alle, die weitergehen wollen. So oder so, sei beim Workshop dabei, melde dich an, nutz diese intensive Zeit, um für dich und deinen Hund noch mehr loszugehen. Nutze diese Zeit, um loszugehen für euer bestes Leben, für ein Leben in Verbundenheit, in Harmonie, ein entspanntes Leben, ein Leben, das euer Leben ist und nicht das, was euch von irgendwem aufgedrückt wird. Ich freue mich auf dich und ich würde sagen, dann starte ich jetzt mit der Folge von heute. Ich möchte mit dir darüber sprechen, warum Ignorieren deinem Hund und dir nicht hilft. Ignorieren, ein Trainingsratschlag, den man immer wieder bekommt, ganz egal aus welcher Trainingsrichtung, welcher Trainingsphilosophie. Ignorieren wird immer wieder mal empfohlen und es ist einfach ein schlechter Ratschlag, wenn ich das so sagen darf. Ja, es gibt Situationen, wenige, da ist es angebracht, aber in den meisten macht es alles nur noch schlimmer. Und genau darüber werde ich jetzt und heute mit dir sprechen. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich bekomme zurzeit einige Nachrichten aufgrund der Anmeldung zum Clever & Soul Workshop, so Erfahrungsberichte oder was gerade so die Schwierigkeiten sind, die in der Mensch-Hund-Beziehung bestehen, die im Verhalten des Hundes sind, Probleme aus dem Alltag und so weiter. Und eine Nachricht hat mich dazu bewegt, diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich es gar nicht nur einmal gehört habe, sondern einfach unglaublich oft höre und die ganzen letzten Jahre schon. Und als ich das gelesen habe, habe ich dann gedacht, Mensch, mach mal was dazu. Nimm mal eine Folge auf, in der großen Hoffnung, dass sie so viele Ohren wie möglich erreicht. Eigentlich ist das ja der Soul Dogs Podcast, wo es ja vor allem viel um dich geht. Und heute soll es mal mehr ums Training gehen. In der Nachricht stand, dass sie jetzt in einem Training ist, wo die Strategie ausschließlich darauf beruht, dass der Mensch sich verändert, dass der souveräner wird und so weiter und so fort. Und der Hund dadurch automatisch sein Verhalten mit verändert. Und alles, was der Hund macht, was der Hund falsch macht, soll einfach ignoriert werden. Und da ging es um einen Hund, der große Angst draußen hat. Und auch da, die Angst des Hundes sollte einfach ignoriert werden. Und man soll selber ne, irgendwie souverän und was weiß ich, keine Ahnung. Jedenfalls, ergo war Hund besonders viel ignorieren. Und sie schrieb auch, dass sie sich damit überhaupt nicht wohlfühlt und auch merkt, dass das dem Hund nicht gut tut. Und ja, ignorieren. Ignorieren wird letzten Endes... Also ich glaube, da ist egal, in welcher Trainingsphilosophie wir schauen,
Ob es im bedürfnisorientierten Training ist, ob es im avasiven, stark avasiven Training ist, ob es im, ich nenne es mal gerne so Wald- und Wiesentraining, so Mischmasch, was auch immer, völlig egal. Ignorieren findet in jeder Philosophie Anhänger oder Empfehlungen, wie auch immer man es nennen möchte. Und ist ja auch gar nicht so, dass Ignorieren nie eine gute Idee ist. Das ist nur absolut nicht im Ansatz ein Allheilmittel. Also es gibt eh kein Allheilmittel, sowieso nicht. Und Ignorieren ist nur in so einem kleinen Prozentsatz der Fälle sinnvoll, dass es also gar nicht so inflationär eigentlich empfohlen werden kann, weil es nicht funktioniert. Und das andere ist, dass auch Ignorieren allein nicht reicht. Ja, also das auch Ignorieren ist nicht, ist auch da, selbst in den Fällen, wo es sinnvoll ist, nicht die alleinige Hilfe oder die alleinige Maßnahme oder so, sondern da gehört einfach noch mehr dazu, damit sich langfristig das Verhalten wirklich ändert. Und Ignorieren funktioniert letzten Endes oder ist überhaupt dann sinnvoll, eventuell, ja, ist immer im Einzelfall zu prüfen, aber wenn überhaupt, dann nur in Fällen, in denen der Hund aufmerksamkeitsforderndes Verhalten zeigt oder ein Verhalten zeigt, das das Ziel hat, die Aufmerksamkeit des Menschen zu bekommen. In allen anderen Fällen kann ich den Hund lebenslang ignorieren und das Verhalten wird sich trotzdem nicht verbessern. Jetzt zum Beispiel gerade, ich weiß gar nicht, ob du das im Hintergrund hörst, der Wisi kratzt gerade in seinem Bett, weil es ihm nicht kuschelig genug ist. Und ob ich das jetzt ignoriere oder nicht, ändert nichts an diesem Verhalten, weil sein Verhalten nicht das Ziel hat, meine Aufmerksamkeit zu erregen. Er zeigt das Verhalten jetzt gerade, weil er es kuschelig haben möchte. Weil es ihm zu kalt ist, wahrscheinlich ein bisschen, ich werde ihm gleich mal eine Decke holen, wahrscheinlich zu kalt ist und nicht flauschig genug unterm Bauch. Ne? Der mag das immer gern, der will das immer wirklich, der will gut gebettet sein. Er möchte gebettet sein wie ein König und das soll er ja auch haben. Und ob ich das jetzt ignoriere oder nicht, ändert nichts, weil meine Aufmerksamkeit und ich möchte mich fühlen, wie auf Wolke 7 gebettet zu sein, das hat miteinander nichts zu tun. Also bringt Ignorieren da auch nichts. Ignorieren hat keinen Einfluss auf dieses Verhalten. Und vor allem keinen positiven. So, ich mache hier mal kurz Pause und helfe dir mal, hol dir mal eine Decke. So, ich bin wieder da. Also hier im Podcast ging es jetzt ultra schnell. Wie sie es jetzt besser gebettet, hat jetzt unten drunter so eine weiche Decke und ich habe oben drüber mit so einer Flauschidecke zugedeckt. Ganz zufrieden sieht er noch nicht aus, aber ist auf jeden Fall besser. Ignorieren bringt nur dann was, wenn das Verhalten, das dein Hund zeigt, also kann nur dann überhaupt sinnvoll sein, wenn das Verhalten, was dein Hund zeigt, deine Aufmerksamkeit erregen soll. In allen anderen Fällen ist die Funktion des Verhaltens, also warum der Hund das Verhalten zeigt, eine ganz andere und völlig, völlig unabhängig, also oder weiß ich nicht, ja, Trilliarden, Milliarden Kilometer weit entfernt von dem Zweck, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann hat das einfach keinen Einfluss auf das Verhalten. Belohnung und Strafe wird immer vom Empfänger definiert, nicht vom Sender. Das heißt, der Hund entscheidet, was belohnt ist oder was strafend ist. Und wenn Ignorieren gerade weder das eine noch das andere ist, hat es einfach gar keinen Effekt mehr. Und das Schlimmste, was passieren kann, aus meiner Sicht, ist, wenn dann nicht nur empfohlen wird, ein bestimmtes Verhalten zu ignorieren, wie zum Beispiel gerade das Kratzen im Bett, oder wenn ein Hund bellt, oder wie bei der Frau, die mir geschrieben hat, wenn der Hund Angst zeigt, sondern wenn es dann auch noch heißt, den Hund den ganzen Tag zu ignorieren, ja, oder mal eine Woche oder keine Ahnung, was es da so für Empfehlungen gibt, super gruselig, dann hat das natürlich einen extrem negativen Effekt auf das Wohlbefinden des Hundes und vor allem auch auf die Beziehung zueinander. Weil, also ich meine, stell dir das mal selber vor, wenn ein Mensch, der dir extrem wichtig ist, ja, oder vielleicht sogar dein Hund, dich einfach mal eine Woche lang konsequent ignoriert und so tut, als wärst du Luft und du hast keine Ahnung, woran es liegt. Und egal, was du machst, egal, was du versuchst, ein Gespräch zu initiieren oder so, ne, irgendwie zu fragen, hey, was los oder was ne, Frühstück zuzubereiten, dass man zusammen, und du wirst einfach ignoriert die ganze Zeit, egal, was du machst, das ist Horror. Und auch das hat keinen Einfluss auf das Verhalten, was dein Hund zwei Wochen vorher gezeigt hat. Ja, oder was er situativ zeigt, weil das Verhalten in dem Moment, in dem dein Hund es zeigt, hat es eine Funktion. Es hat ein Ziel. Dein Hund zeigt das Verhalten, weil er danach etwas
Gutes erhofft. Also entweder tatsächlich, dass was Gutes dazukommt oder eine Erleichterung. Ja, aber er erhofft sich eine Verbesserung seiner Situation durch sein Verhalten, weil er das gelernt hat, weil es einfach oft genug so war. Und ob du den dann eine Woche lang ignorierst oder nicht, hat in dem Moment keinen positiven Effekt auf dieses spezielle Verhalten in dieser speziellen Situation. Denn für dieses spezielle Verhalten in der speziellen Situation, was auch immer es bei dir ist, brauchst du ein gut angepasstes Training für diesen Moment, was die Funktion des Verhaltens in diesem Moment berücksichtigt und dem Hund eine Alternative bietet. Im besten Fall bringst du ihm eine Alternative bei, die dieselbe Funktion erfüllt, sich aber für dich und deinen Hund noch besser anfühlt und langfristig auch irgendwie gesellschaftskonformer ist. Ja? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, der Hund kläfft zum Beispiel wie Sau, wenn ein Radfahrer kommt. Ja, Hund fährt voll aus der Haut. Erstmal egal warum. Hund fährt aus der Haut, kläfft und möchte diesen Radfahrer vertreiben. Okay, also Funktion des Verhaltens ist Distanzvergrößerung. Hund bellt, weil er wünscht sich eine Distanzvergrößerung. Und wenn Hund richtig laut bellt und richtig krass eskaliert, funktioniert das bombastisch, weil unter Umständen bleibt der Radfahrer ja sogar stehen, dreht um, fährt woanders lang. Und selbst wenn der an mir vorbeifährt, fährt er dann ja weg. Und auch dann folgt diese Distanzvergrößerung. Und dadurch, dass das Bedürfnis des Hundes in dem Moment gestillt wurde, der Wunsch nach Distanzvergrößerung, wird das Verhalten verstärkt. So. Und wenn du jetzt in der Situation ganz besonders entspannt bist, wirkt sich das sicherlich nicht negativ aus auf die Situation. Definitiv nicht. Im Gegenteil. Aber es wird es auch nicht ändern, weil das Bedürfnis des Hundes nach Distanzvergrößerung ja nach wie vor besteht. Und wenn du dann besonders entspannt deinen Hund ignorierst in dem Moment oder auch unentspannt ignorierst, wäre egal, ja? Wenn du ihn einfach ignorierst, das Verhalten ignorierst, einfach festhältst und nichts machst, hat das keinen positiven Einfluss auf die gewünschte Verhaltensveränderung, die da wahrscheinlich sein wird, dass er aufhört zu bellen, dass er das nicht mehr macht, dass er entspannt bleibt, wenn ein Fahrrad kommt. Weil die Funktion des Verhaltens oder das Ziel, was der Hund bezweckt, ist Distanzvergrößerung. Ob du das Verhalten ignorierst oder nicht, hat darauf keinen Einfluss. Deswegen wird es keinen Einfluss auf das Verhalten haben. Und mal abgesehen davon, was das mit der Beziehung macht, wenn dein Hund zum Beispiel auch merkt, ey, sag mal, ist sie oder er, ja, wer auch immer, ist mein Mensch eigentlich irre? Ich will in diese Situation nicht rein, der ignoriert mich, schleift mich vielleicht noch hinterher und checkt nicht, dass das hier eine übelste Gefahr ist und lässt mich hier allein. Und egal, was ich mache, ich kann meine Situation nicht ändern, weil mein Mensch mich ignoriert. Was macht das mit eurer Beziehung? Was macht das mit dem Vertrauen, was dein Hund in dich gesetzt hat? Es wird es definitiv nicht stärken. Es wird es schwächen. Und dein Hund lernt, dass er dir nicht vertrauen kann, weil du ihn in gefährliche Situationen bringst, weil du ihm nicht hilfst, weil er lernt, in der Gegenwart meines Menschen ist es nicht sicher und ich fühle mich nicht wohl. Und das ist nicht das, was du möchtest. Davon gehe ich zumindest aus, sonst wärst du nicht in diesem Podcast. Und deswegen ignorieren nicht so sinnvoll. Verschlechtert die Situation auf jeden Fall in Anbetracht der Beziehungsebene zwischen dir und deinem Hund und verschlechtert in der Regel auch das Verhalten und macht es so viel schwerer. Je länger du da so ignorierst und so ein Verhalten immer wieder ablaufen lässt, desto mehr festigt es sich im Gehirn. Und ja, hinten raus braucht es dann länger, um das Verhalten zu verändern. Wenn man dann nicht mehr ignoriert, sondern sagt, okay, ich trainiere jetzt mal ein Alternativverhalten auf und ich gucke jetzt mal nach der Ursache, nach der Funktion des Verhaltens, überlege mir ein cooles Alternativverhalten, was für meinen Hund passt, was für mich passt, was die Bedürfnisse meines Hundes befriedigt und meine und im besten Fall die des Radfahrers, ja, dass der sich auch wieder sicher fühlen kann, wenn der an mir vorbeifährt. Und dann baue ich das ganz gezielt auf. So, und jedes Mal, wenn ein Verhalten abläuft, auch ein unerwünschtes, festigt es sich. Es wird verstärkt. Jedes Mal, wenn ein unerwünschtes Verhalten abläuft, verstärkt es sich selbst.
Jedes Mal, wenn der Hund den Radfahrer ankläfft und wir es ignorieren, ist nicht so, dass dann nichts passiert, weil wir es ja ignoriert haben, sondern das Verhalten festigt sich. Will ich ja auch nicht haben. Und nicht nur, dass es sich festigt, wenn der Hund dann ja auch noch lernt, ach krass, je lauter ich bin oder wenn ich dann noch auf zwei Beinen stehe oder wenn ich noch früher anfange auszuflippen, kriege ich ja noch mehr Distanz. Dann wird das Verhalten sogar noch schlechter in unserem Wertungssystem sozusagen. Ich meine, für den Hund wird es besser, weil er sagt, yes. Also Aggressionsverhalten fühlt sich nicht gut an, aber danach die Erleichterung natürlich, ne? Dass der Hund merkt, oh krass, so habe ich noch mehr Einfluss auf meine Situation, dass ich mich sicherer fühlen kann. Aber in unserem Bewertungssystem, wir wollen das ja nicht, verständlicherweise, also für niemanden, verschlechtert sich das Verhalten noch. Und selbst wenn der Hund aufmerksamkeitsforderndes Verhalten zeigt oder das Verhalten, was der Hund zeigt, das Ziel Aufmerksamkeit hat, dass man sagen könnte, hier wäre Ignorieren jetzt aber sinnvoll, selbst dann bekomme ich ein Problem. Wenn ich das, oder eher der Hund bekommt ein Problem. Wenn ich den einfach ignoriere, zum Beispiel, mein Hund schmeißt mir immer einen Ball vor die Füße und will, dass ich den werfe oder so. Und einen Schuh oder was auch immer, ja. Und ich habe das gemacht und habe das verstärkt dadurch. Und jetzt hat ja Tina im Podcast gesagt, wenn dein Hund Aufmerksamkeit bezweckt mit seinem Verhalten, einfach ignorieren, was ich nicht gesagt habe. Ja, aber nehmen wir mal an, man hat das so verstanden. Und du ignorierst das jetzt. Dann entsteht bei dem Hund eine riesen Portion Frust. Frust ist ein Katalysator für Aggressionsverhalten. Frust führt selten zu guten Ideen bei deinem Hund. Und vor allem macht Frust eine ganze Menge Hintergrundstress, der sich dann auch wieder an anderen Stellen entlädt, zum Beispiel am Radfahrer oder am Hundebett. Ja. Und deshalb ist selbst da Ignorieren halt grenzwertig. Also man muss immer so ein bisschen gucken. Ich sollte natürlich, wenn ich mir denke, ach, jetzt gerade finde ich das Verhalten noch süß, aber öfter will ich das eigentlich nicht haben, dann sollte ich es natürlich nicht verstärken und mir selber dort ein Ei legen. Ja. Dann sollte ich schon da ein bisschen drauf achten, dass ich das nicht mit meiner Aufmerksamkeit immer weiter verstärke. Ist mir das aber einmal passiert und so ein Verhalten ist jetzt da, dann muss ich mir überlegen, was ist jetzt hier wieder das Bedürfnis des Hundes, wie kann ich es umlenken, welche Alternative kann ich hier aufbauen. Beim Ballbeispiel, ich habe schwieriges Beispiel gewählt, da müsste man, wenn das, also bei unserem Labrador ist das so, ne, Balljunkie und so weiter und da ist es dann nicht nur das gewesen, dieses, wenn er uns den Ball vor die Füße legt, sondern wir mussten allgemein dort üben, ne, wieder Entspannung am Ball üben und so weiter, weil das halt total blöd verknüpft war und mit einem ungünstigen Hormoncocktail vor allem verknüpft war, dass wenn er den Ball gesehen hat, da gleich die Hormone reingeschossen sind, aber da musst du einfach schauen, das wird dann einfach ein bisschen komplexer, nur mit Ignorieren hast du da nichts gewonnen, weil so viel Frust entsteht durch diese unerfüllte Erwartungshaltung, dass wir den einfach auffangen müssen. Wir müssen den auffangen und schauen, wie wir den Frust so gering wie möglich halten können. Ja, natürlich gehört Frust zum Leben dazu. Also das ist, sonst wäre das nicht in uns eingespeichert, dass wir frustriert sein können. Ne? Also das ist schon irgendwie da. Und bis zu einem gewissen Grad, ja, darf man das auch mal aushalten. Lass es mich anders formulieren, bis zu einem gewissen Grad darf Frust auch im Alltag da sein. Mein Ziel ist trotzdem, den Frust so gering wie möglich zu halten. Und übrigens nicht nur bei meinen Hunden, auch bei mir, weil ich hätte auch keinen Bock drauf, den ganzen Tag frustriert zu sein. Und alles ist scheiße. Und ja, so. Und dies geht nicht und das kann ich nicht. Und boah. Ich meine, du hast so eine Situation vielleicht in deinem Leben schon mal gehabt, wo du sehr frustriert warst. Du weißt, wie sich das anfühlt. Das will ich weder für mich, noch für meine Hunde, noch für dich, noch für deinen Hund. Das will ich für niemanden, weil das ist definitiv nicht das beste Leben. Ja. Deswegen auch da ignorieren, grenzwertig. Also ja, das aufmerksamkeitsfordernde Verhalten, nennen wir es mal so,
nicht weiter verstärken, aber auch nicht einfach ignorieren, sondern auch da sich einen schönen Trainingsplan machen. Ne? Wie möchte ich, was möchte ich denn eigentlich, was mein Hund macht und wie kann ich den dorthin umlenken und ist das, was ich möchte, was mein Hund macht, tatsächlich auch bedürfnisbefriedigend für meinen Hund oder nicht? Wenn nicht, habe ich vielleicht noch eine andere Idee. Und ansonsten auch da gucken, wie kann ich, ne, über welche Verstärker, welche Belohnungen kann ich arbeiten, die mein Hund dann doch gerade gerne möchte. Die für ihn dann in dem Moment doch wieder sich gut anfühlen. Ne? Also dass was Gutes dazukommt, dass sie gute Emotionen auslösen, dass der Hund sich auch wirklich belohnt fühlt. Und ein Stichpunkt habe ich noch, oder ein Punkt einfach, den ich noch ansprechen wollte. Ignorieren, wenn man ignorieren nicht im Sinne von ich ignoriere das völlig nimmt und mache einfach gar nichts anderes, also bleib so passiv, ne? Sondern wenn man sagt ignorieren und trotzdem agieren, also ignorieren und agieren oder so, ja, dann ist dann kommt man vorwärts. Ja? Also dann kommt man vorwärts in Richtung nachhaltige, freundliche, effektive Verhaltensveränderung. Wenn der Hund zum Beispiel, ich trainiere an Radfahren, so und jetzt ist eine Situation aufgetaucht, Radfahrer kommt um die Ecke geschossen, fährt uns fast über den Haufen, viel zu schwer, Hund schreit, weil er sich mörderisch erschrocken hat. Dann bestrafe ich ihn natürlich nicht, dann schreie ich auch nicht rum, dann zerre ich auch nicht an der Leine, ich zwick auch nicht in die Seite oder was auch immer für Sachen. Dann, in Anführungszeichen, ignoriere ich das schon, was aber nicht ignorieren heißt, sondern ich registriere das mit der gesamten Situation, mit dem gesamten Kontext, in dem das passiert ist und dann passe ich mein Training an, dass das nicht nochmal passiert, dass mein Hund nicht nochmal massivst überfordert wird. Ich meine, der Alltag läuft, ja? Es gibt immer mal Situationen, auf die man verzichten könnte, nur sollte das nicht jeden Tag passieren, ja. Und dann passe ich mein Training entsprechend an. Also wenn ignorieren bedeutet registrieren und dann Situation anpassen, Training anpassen und schauen, wie kann ich jetzt noch das Beste rausholen. Zum Beispiel, wenn der Radfahrer weg ist, den Hund wenigstens an Ort und Stelle über Entspannungstechniken wieder entspannen, dass der nicht mit dieser Stressverknüpfung von dieser Häuserecke weggeht und dann immer klassische Konditionierung, aufgeregt wird, wenn der an diese Häuserecke kommt, ja, sondern den an der Ecke nochmal entspanne und erst dann weitergehe, dann ist es gut und dann ist das sinnvoll und dann ist das langfristig erfolgreich. Ja, also wenn ignorieren, registrieren bedeutet sozusagen, Hund macht was, was ich eigentlich nicht möchte, ich nehme das wahr, aber ich wirke nicht aversiv drauf ein, ich rette die Situation so gut ich kann und dann lerne ich daraus, damit uns das nicht nochmal passiert, damit sich das unerwünschte Verhalten nicht weiter festigt, sondern das erwünschte Verhalten sich weiter festigt. Ignorieren. Wir dürfen es einfach streichen. Allein, das ist jetzt wieder so richtig Soul, allein die Vorstellung, Mensch, wir holen uns einen Hund als gut gelaunten Begleiter in jeder Situation unseres Lebens, der uns Freude schenkt, der uns in die Natur bringt, der uns einfach schöne Momente schafft. Und dann ignorieren wir den? Nee, natürlich nicht. Wir sehen den. Wir sehen ihn mit all seinen Facetten, mit seinen Schwierigkeiten, mit seinen Sorgen, mit seinen Ängsten, genauso wie mit seinen Hobbys, mit dem, was ihm glücklich macht und wenn er uns anlacht und wenn er zu uns kuscheln kommt und wenn er uns vielleicht auch mal so ein bisschen Social Support leistet, wenn es uns gerade nicht so gut geht. Wir sehen unseren Hund, wir ignorieren den nicht. Wir sehen den, weil wir ihn lieb haben und weil wir ihn genau dafür in unser Leben geholt haben. In meinem Clevern Zoo Workshop, ich muss dich nochmal einladen. Es ist mir so wichtig, dass du das für dich und deinen Hund nutzt. Gehen wir genau darauf ein. Du wirst unglaublich viele Trainingstools von mir erfahren und einige in den 5 Tagen, so ein schöner Schritt-für-Schritt-Workshop, wirst du direkt anwenden, um etwas in eurer Situation zu verändern
Du hast sogar die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Es gibt jeden Abend eine Live-Q&A-Session mit Aufzeichnung, wenn du nicht live dabei sein kannst. Und ich bin mir sicher, dass der Workshop das Leben von dir und deinem Hund bereichern wird. Deshalb melde dich an. Du findest den Link direkt unter dieser Podcast-Folge. Ich mache jetzt Hundefutti und wir sehen uns im Workshop. Bis bald. Deine Tina.